Hallöchen Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie und habe heute für euch ein Auto mit dabei, was wir euch bereits im Studio vorgestellt haben, und zwar den Range Rover 5. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, ja, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es nämlich jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Was werden wir heute eigentlich gemeinsam machen? Ein klassisches Review eben bedeutet, wir werden über die Optik sprechen, über den Innenraum, Ausstattungsvarianten, Kofferraum und ihn auch gemeinsam mit Jan fahren. Falls ihr darauf Lust habt, bleibt jetzt gerne dran. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Hier vorne angekommen, erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter sehr vielen Leasinganbietern und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Die vergleichen unter anderem auch bei meinauto.de. Jetzt sprechen wir aber über die fünfte Generation des Range Rovers und den wird es jetzt auch als Plug-in-Hybriden geben. Das wird vor allem GoLeasy freuen, denn da werdet ihr vielleicht auch eine Förderung bekommen bzw. von einer Dienstwagensteuer von 0,5% profitieren. Sprechen wir beim Fazit dann nochmal drüber. Hier haben wir aber die V8-Version, die möchte ich euch zeigen. Ich hoffe, ihr habt Lust. Erstmal zu den Ausstattungsvarianten SE, HSE, Auto, Biografie, ich bin super schlecht in Englisch, First Edition, die haben wir jetzt hier mit dabei und auch noch SV, also die höchste Ausstattungsvariante. Und jetzt mega geil, es gibt diverse Lackvarianten. Hier haben wir jetzt so ein Sunset Gold in Matt drauf. Ja, das kostet 8.900 € mit diesem Shadow-Paket. Sieht mega geil aus. Jan hat sich total gefreut und hat gesagt, wir müssen dieses Auto bei uns auf dem Kanal haben. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Konfiguration jetzt so findet. Was ist jetzt neu? Die Optik hat sich deutlich verändert. Der sieht jetzt zwar ein bisschen glatter aus. Wir haben einen neuen Kühlergrill. Wir haben hier oben jetzt sehr stolz Range Rover stehen, auch nochmal in der dunklen Ausführung. In der Variante jetzt in der First Edition auch noch ein Matrixlicht. Ich mag total gern, wie hier die Lichtsignatur nochmal in so einen kleinen Lidstrich übergeht. Falls ihr die Shadowline nicht wählen solltet, wären dann diese Elemente in einem Silber gehalten. Und hier unten dann auch nochmal ein Stoßfänger, der relativ glatt erscheint, aber trotzdem sehr schick aussieht. Und von vorne ist er nicht quadratisch, eher rundlich, würde ich sagen. Wichtig zu wissen ist jetzt, dass dieses Auto in zwei Radständen zu haben ist. Einmal mit einer Länge von 5,5 m. Radstand ist dann 3 Meter oder mit einer Länge von 5,25 Meter, dann ist der Radstand dementsprechend 20 cm länger. Und ihr seht jetzt schon, das ist schon ein großes Schiff, oder? 2,5 Meter breit mit eingeklappten Spiegeln und 1,87 Meter hoch. Wendekreis, da wir hinten eine Allradlenkung haben von bis zu 7,3 Grad, ist bei 11 Metern. Wir haben jetzt hier immer Allradantrieb, also einen intelligenten Allradantrieb, bedeutet, wir haben jetzt hier nicht irgendwie eine frontlastige oder eine hecklastige Ausrichtung, sondern hat eben die ganze Zeit Allradantrieb. Als nächstes würde ich sagen, sprechen wir mal gemeinsam über die Felgen. Serienmäßig oder standardmäßig sind es 20 Zoll, optional geht es hier dann eben bis 23 Zoll. Die haben wir jetzt hier auch bei der First Edition mit dabei. Mega große Schlappen, schön in der Mitte dann auch nochmal Land Rover stehen. Genau, schaut es euch gerne an. Wir haben jetzt keine Plastikbeplankung hier um die Radläufe. Hier an der Seite wieder dieses schwarze Element, was normalerweise eben in einem Silber wäre. Schwarze Spiegelkappen und das Dach bekommt ihr jetzt in drei Ausführungsvarianten. Entweder in Wagenfarbe, in Schwarz abgesetzt, also diese Variante, oder auch mit einem Bronze. Wird jetzt hier mit dem Gold aber nicht so gut harmonieren. Eingelassene Türgriffe mit so einem Keyless Open. Ding. Das heißt, wenn ihr jetzt hier einen Schlüssel in der Hand habt, geht das auch von alleine auf, hier hinten auch. Und was ich interessant finde, ist, dass die Scheiben jetzt so ein bisschen nahtlos hier in die Tür nochmal einhergehen. Wichtig dabei auch zu wissen, wir haben natürlich ein Soft Close vorne und hinten. Das ist ein sehr luxuriöses Auto. Wir werden uns auch gleich noch den Innenraum anschauen, vor allem den Kofferraum. Da seht ihr es jetzt. Und wir haben jetzt hier eine Bodenfreiheit von 30 cm, also 29,5 und eine Watttiefe von 90 cm. Das ist natürlich auch ein Offroad-Auto. Weiteres besprechen wir dann später bei der Fahrt. Jetzt erstmal zum Heck. Dachkantenspoiler. Range Rover steht jetzt hier sehr groß auf so einem schwarzen Element. Die Leuchten sieht man nur, wenn sie wirklich an sind, sonst ist dieses Element eben auch schwarz gehalten, was ich ganz cool finde. Land Rover steht hier nochmal drauf und auch der Unterfahrschutz ist jetzt ja relativ zurückhaltend gestaltet.
Als nächstes schauen wir uns mal gemeinsam vielleicht noch den Kofferraum an. Den mache ich jetzt auch auf, beziehungsweise gehen wir noch ganz kurz auf die Seite und schauen uns den Tank an, denn der wiegt jetzt 2,6 Tonnen, hat einen 90-Liter-Tank in der Variation. Gibt es als Diesel, als Benziner und eben als Plug-in-Hybride, sind alle elektrifiziert, beziehungsweise haben alle ein 48-Volt-Bordnetz, bis auf eben der V8, den wir jetzt hier haben. Und jetzt kommen wir zum Kofferraum. Den macht man hier oben auf. Sehr einfach auch dahin zu fassen. Man muss sich irgendwie nicht bücken oder so. Wir haben jetzt hier eben die optionalen Sitze für hinten. Bedeutet, ich habe hier so einen kleinen Knopf, auf den ich draufdrücken kann. Ich habe jetzt ja auch nochmal so einen Regenschirm, den ich gleich nach hinten mache. Und können jetzt hier ganz easy dieses Element nach oben klappen. Und jetzt schaut mal, das hält nämlich hier fest. Und ja, es klappt tatsächlich. Ich kann mich jetzt hier hinten hinsetzen mit dem Jan zum Beispiel und hier den schönen Ausblick genießen, können irgendwie ein Baguette oder sowas essen, Cola trinken. Und das ist schon ziemlich cool. Wettbewerber sind übrigens der Rolls-Royce Cullinan oder auch ein Bentley Bentayga. So viel gibt es aber auch gar nicht in dieser Größe und in diesem Luxussegment. Und ich kann mich hier hinten auch anlehnen. Also es ist schon chillig, oder? Ich kann es ja auf jeden Fall lange aushalten. Hier ganz auch nett, dass das Ganze so hochflorig ausgestaltet ist. Aber jetzt komme ich hier mal wieder runter. Bin ja nicht hier, um Pause zu machen, sondern um euch das Auto zu zeigen. Und interessant zu wissen ist jetzt, dass wir jetzt hier super viel Technik hinten haben. Schaut mal, wie viele Knöpfe da jetzt sind. Vielleicht fangen wir mal mit der Hutablage an. Die funktioniert nämlich elektrisch. Bedeutet, wenn ich jetzt hier draufklicke, sollte die einfahren. Klappt's? Ich hoffe doch. Ja, jetzt klappt's. Geht dann eben hoch. So ist sie hochgeklappt, so kann man sie eben ganz wieder einfach runterklappen. Das ist eine Sache, die muss man mögen, weil es funktioniert eben alles elektrisch. Man muss hier nicht anpacken, es ist luxuriös, aber man braucht halt eben auch immer so eine kleine Sekunde, in der man wartet. Was haben wir noch für Knöpfe? Wir können das Auto hoch und runter fahren. Wir haben hier serienmäßig immer eine Luftfederung übrigens dabei, serienmäßig immer ein Differential hinten und in der Mitte. Und wo funktioniert es mit dem Hochfahren? Genau, Jan ist jetzt schon mal, wir gehen jetzt vielleicht erstmal runter. Das geht erstens richtig schnell. Und zweitens auch richtig tief. Jetzt ist er ganz unten, kann man super einfach eben B- und Entladen. Und wenn ich den jetzt hier wieder hochfahre, braucht er ganz kurz, aber dann schaut euch das mal an. Krass, oder? Zum Glück war er nicht so weit oben, als ich gerade da hochspringen wollte auf die Sitzbank. Ihr seht es, sehr, sehr hoch. Sollen wir den dann so stehen lassen, Jan? Ja, oder? Sieht gut aus. Als nächstes, ihr seht jetzt hier mal diesen Größenunterschied. Das ist schon krass, geht mir wirklich bis zur Hüfte. Klappen wir noch ganz kurz die Rückbank um. Das kann man jetzt hier auf diesen Knöpfen machen. Da drücke ich jetzt einmal hier kurz drauf. Dann sollten die umklappen. Machen wir es nochmal. Genau, auch alles natürlich elektrisch. Und hinten im Fond gibt es ganz viele Ausstattungsvarianten. Man kann sich zwei Einzelsitze konfigurieren. Die haben wir in dem Fall jetzt nicht. Können es uns gleich gemeinsam anschauen. Ihr seht schon, das ist absolut crazy. Ein richtiger Luxushobel eben, aber auch sehr komfortabel. Ich mache mir hier nichts kaputt, ich mache mir den Rücken nicht kaputt, ich hebe mich hier nicht kaputt. Das ist natürlich schon sehr, sehr cool. Als nächstes klappen wir hier wieder hoch. Immer wichtig, erst das hoch, dann das andere eben runter, sonst gibt es da Ärger und irgendwas knallt da zusammen. Nein, das passiert natürlich nicht. Die normale Variante lässt sich so öffnen, also nicht so eben hoch und mit der Klappe unten. Und als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns mal die Rückbank an. Ich mache jetzt hier mal auf und gehe jetzt mal auf die andere Seite rein. Ich bin ja 1,64 Meter groß und mal gucken, wie ich da jetzt hier reinkomme. Vor allem, weil wir den jetzt so hochgefahren haben. Boah, ich schaffe es einigermaßen. Bin jetzt hier drin und ihr seht jetzt schon, riesig viel Platz. Wir haben jetzt hier eben zwei Einzelsitze, haben jetzt hier in der Mitte so eine Mittelkonsole, die wir nochmal rausschieben können. Super easy hier mit dem Knopfdruck. Fährt elektrisch runter und ich mache euch vielleicht derweil schon mal hier die Screens an, mir jetzt auch. Die kann man dann hier beispielsweise mit HDMI verbinden oder eben auch mit WLAN. Hat hier dann auch nochmal die Navigation. Ja, Fahrzeug nicht abschalten bitte. Haben wir jetzt in der Mitte auch nochmal eben die Möglichkeit, alles Mögliche zu steuern. Haben hier die Sitzeinstellungen, können die abblenden, dann hier nochmal zum Beispiel zumachen. Was auch ganz cool ist, gehe jetzt hier wieder zurück. Und was wir vor allem hier auf Wir können den Fondbildschirm dann hier auch noch mal ein bisschen heller machen, beispielsweise, dass ihr den besser seht. Und wenn ich jetzt hier zurückgehe, vielleicht noch ganz kurz, bevor ich es wieder hochfahre, hier dann eben eine Möglichkeit, ein Handy oder so abzulegen. Das kann man hier auch noch mal hochklappen. Da kann man das Handy dann eben laden und auch verbinden mit dem Bildschirm. Und hier auf dem Knopf geht das Ganze wieder hoch. So, Magic. Geht hier schön mal hoch.
Schauen wir uns noch ganz kurz hier die Mittelkonsole an, beziehungsweise hier den Mitteltunnel. Der ist relativ niedrig, alles hier wieder hochflorig. Wir haben hier eine richtige Steckdose, heißt, man kann hier auch super easy mit dem Laptop arbeiten. Hinten dann eben auch Lüftungsdüsen, die sich einstellen lassen. Sonst vielleicht zu den Sitzen. Ich habe noch gar nicht dazu erzählt. Wir haben jetzt hier natürlich überall Ledersitze. Es gibt auch vegetarische, also vegane Innenraumalternativen, alles perforiert. Kopfstützen sind sehr, sehr bequem, weil die hier nochmal so eine seitliche Unterstützung haben. Und hier in diesem Fall ist eben auch das ganze Dach nochmal neben dem Glasschiebe-Panoramadach mit Leder bezogen. Sehr, sehr schön. Und hier dann auch nochmal so ein, ja, Oh-Shit-Handle. Gut, ich glaube, ich habe hier alles gezeigt. Vielleicht noch kurz einen Blick auf die Tür und auf die Einstiegsleiste. Einstiegsleiste ist jetzt hier erstmal so geschwungen in der Ecke. Finde ich ganz interessant, weil das habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen. Einstieg ist hier ganz gut, vor allem jetzt hier mit dem kurzen Radstand. Ich bin gespannt, morgen dürfen wir den langen Radstand, glaube ich, fahren. Das wird toll. Und hier haben wir jetzt eben sehr viel Schwarz, die Meridian Anlage gibt es jetzt hier optional auch dazu. Da unten ist der Türöffner, den muss man erstmal finden vor lauter Chrom hier. Hier dann auch nochmal eben der Fensterheber und hier können wir dann auch noch, wenn es klappt, aber ich glaube die Zündung ist mittlerweile aus, ich mache die mal wieder an. Ja, jetzt ist sie wieder an, schaut mal, kann man hier sich eben auch noch die Jalousie hochfahren, funktioniert natürlich auch alles elektrisch und muss man jetzt hier nicht manuell oder so machen. In der Tür hier, ihr fragt euch ja bestimmt, was ist da drin? Tadam, haben wir Kopfhörer von Land Rover, können natürlich dann hier auch mit unseren Screens jeweils unser eigenes Zeug hören. Das heißt, die Kiddies müssen da sich nicht irgendwas teilen, sondern nein, nein, jeder hat seine eigene Unterhaltung hier. Und jetzt springe ich raus. Wir gehen gemeinsam noch vor und sprechen noch über den Motor bzw. über die Motoren. Ich mache mal die Motorhaube auf. Und jetzt geht es erstmal hauptsächlich um den V8, den wir jetzt hier dabei haben, 4,4 Liter. Ich bin gespannt, ob ich gleich hier die Motorhaube auch wieder zubekomme, ehrlich gesagt, weil die dann doch schon relativ hoch ist. Hat jetzt ein bisschen weniger als der Vorgänger mit dem V8, nämlich 530 PS, 750 Newtonmeter maximales Drehmoment, 250 km/h fährt der V-Max. Das ist ein sage und schreibe 4,7 Sekunden auf 100, was total krass ist bei dem Gewicht von 2,6 Tonnen. Verbraucht 11,7 Liter angegeben, was wir verbraucht haben, werde ich euch auch noch erzählen. Und ist wie gesagt die einzige Variante, die nicht elektrifiziert ist. Jetzt machen wir aber wieder zu. Mit Schmackes und gehen gemeinsam in den Innenraum. Da zeige ich euch das Infotainment-System, da zeige ich euch, wie viel Luxus da drin steckt. Dann kommt Jan dazu. Wir fahren hier noch eine Runde durch die Berge und dann gibt es noch ein kleines Fazit inklusive Preis. Ich hoffe, ihr habt Lust und kommt einfach mal mit. Jetzt geht's hier los mit dem Innenraum und ich sage schon mal so viel vorweg, ich habe einiges zu zeigen. Fangen wir vielleicht mal bei den Sitzen an. Was mir total positiv aufgefallen ist, ich bin jetzt sehr viel auch beigefahren neben Jan. Wir haben jetzt hier so Kopfstützen, die total gut an den Seiten nochmal unterstützen. Hier ist es super weich. Das heißt, wenn man jetzt hier mal stärker in Kurven fährt, hat man trotzdem eben quasi immer so ein sehr weiches, aber trotzdem unterstützendes Kissen um den Kopf. Hier haben wir dann überall dann auch nochmal perforiertes Leder. Seitenbacken sind dick, aber nicht zu dick. Und hier unten dann auch ausreichend Fläche nochmal für den Po. Was ich cool finde, wir haben auf beiden Seiten nochmal so eine Armauflage, bei mir auch, dass man sich auch noch mal so ein bisschen busfahrermäßig fühlen kann und natürlich auch noch eine Unterstützung für die Arme hat. Falls man die hochklappt, hat man hier in der Mitte eben auch noch mal die Möglichkeit, den Arm abzulegen. Als nächstes zeige ich euch vielleicht mal das Dach und das ist jetzt hier in diesem Fall das Glasschiebe-Panoramadach. Es gibt auch noch ein Panoramadach oder die Möglichkeit, das Ganze zuzuhaben. Und hier haben wir jetzt erstmal einen Knopf für die Jalousie. Ja, die fährt bis ganz vorne zu, wenn man das da möchte. Ich mache es jetzt aber nicht bis ganz vorne, ihr könnt es euch vorstellen, weil wir wollen ja hier das ganze Sonnenlicht noch im Innenraum behalten. Was ich euch aber unbedingt zeigen möchte, ist, wie weit das Dach aufgeht. Dafür gibt es jetzt diesen Knopf. Ich drücke hier drauf und jetzt schaut euch das mal an. Dann geht hier auch endlich mal diese Biene raus. Gut, das ist krass, oder? Also das ist wirklich sehr, sehr weit. Ich habe jetzt hier eben dieses Cabrio-Gefühl, habe da aber nochmal so einen Windschott, was dann vor ja, unnötigen Windverwirbelungen schützt. Mega. Jetzt ist die große Frage an Jan, soll ich es oben lassen oder unten? Ich mach's zu. Ich mach's zu, okay. Machen wir es wieder zu. Ihr seht, es ist oben auch so ein bisschen abgedunkelt. Das heißt, man ist trotzdem vor der Hitze geschützt. Gleichzeitig kann man aber eben auch die Jalousie zumachen, falls es einem zu heiß wird. Als nächstes machen wir den Schwenk mal darüber in die Tür. Und die ist gut. Warum? Die hat nicht so viele Ecken, nicht so viele Kanten. Das alles bezogen. Ist natürlich sehr luxuriös. Man kann sich darüber streiten, ob man das Chrom mag oder nicht. Man kann sich darüber streiten, ob man den Türöffner sofort findet oder nicht. Ich finde das eigentlich ganz interessant gelöst. Genau, schaut euch das mal an. Und man hat eben für Fahrer und Beifahrer die Möglichkeit, den Sitz eben auch elektrisch in der Tür einzustellen. Erinnert auch so ein bisschen an Mercedes.
weiche Armauflage und vorne eben auch nochmal die Meridian Sound Anlage, genau weich gepolstert. Einstiegsleiste, da steht jetzt auch First Edition drin, wenn ihr die First Edition wählt. Und wir haben jetzt hier dieses Holzelement auch nochmal mit so einem kleinen First Edition Emblem, was ich sehr schön finde. Sonst hier eben wenig Ecken und Kanten. Man kriegt hier unten das Handschuhfach dann auf, das auch nochmal so satiniert ist. Und wenn ich hier wieder draufklicke, haben wir jetzt hier oben auch nochmal ein Fach. Das ist schon ganz schön cool, oder? Zwei Secret-Fächer oder eben auch zwei Handschuhfächer, wie man es nennen mag. Mitteltunnel ist relativ breit, hat wieder dieses dunkle Holz. In der Mitte jetzt hier so eine Öffnung, die ich euch gerne zeigen möchte, denn die hat eine coole Funktion. Man kann die jetzt hier auch so nach hinten fahren und hat hier dann nochmal die Möglichkeit, eben das Handy zu laden mit einem USB und einem USB-C-Anschluss. Ist natürlich hier unten auch nochmal alles ausgeformt. Wir haben hier auch nochmal die Möglichkeit, das aufzumachen. Ein Kühlfach mit zwei Stufen ist auch noch hier vorhanden. Und wenn ich das jetzt hier wieder zumache, sprechen wir vielleicht noch kurz über den Gangwallhebel. Der steht relativ aufrecht, ist aber klein, knubbelig, würde ich jetzt sagen. Hat hier auch eine schöne, nochmal so eine schöne Oberflächenhaptik. Da haben wir den Lautstärkeregler, was mega ist, weil ich hier sehr einfach drankomme. Start-Stopp-Knopf ist hier und hierüber stellen wir eben die verschiedenen Modi ein. Können es uns kurz angucken. Sand, Felsen, Kriechen, Warten. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen, haben wir noch Glas, Schotter, Schnee, Eco oder eben Dynamic. Besprechen wir dann mehr bei der Fahrt. Hier vorne dann nochmal die Möglichkeit mit induktiver Ladeschale oder eben ganz klassisch das Handy hier nochmal in so einem normalen Kabel zu laden. Mit der Schnellladefunktion. Eine Sache, bevor Jan reinkommt, möchte ich euch unbedingt zeigen. Und zwar ist es hier der digitale Spiegel. Schaut mal, man kann den Spiegel ganz normal benutzen oder eben auch nochmal digital. Finde ich ganz cool. Wir werden nachher bei der Fahrt nochmal drüber quatschen. Ich persönlich finde das manchmal ein bisschen verwirrend, wenn das digital ist. Aber wir versuchen es nachher mal. Jetzt kommt Jan rein und wir schauen uns das Lenkrad an. Das liegt gut in der Hand. Das ist prall bezogen. Warum sage ich jetzt prall bezogen? Weil das jetzt hier nirgendwo wirkt, als ob das irgendwie mal so ein bisschen labbrig wäre oder so. Tendenziell etwas dünner hier oben. Sehr viel passiert hier. Range Rover steht groß drauf, großer Pralltopf. Und auch hier haben wir relativ viele Knöpfe bzw. eben kapazitive Elemente. Und da vorne ungefähr 13 Zoll, auf der Seite ungefähr 13 Zoll. Head-Up-Display haben wir auch dabei. Das heißt, wir haben hier super viele Informationen. Head-Up-Display ist auch relativ groß vorne und gibt mir eben die wichtigsten Informationen. Wenn ich jetzt hier auf diesen Knopf drücke, starte ich vielleicht mal den Motor, dann hört ihr das jetzt auch mal. Ja, V8 startet sich nochmal. Hier können wir nämlich, wenn wir zurückgehen, die verschiedenen Displays einstellen. Display Layout gehe ich jetzt hier mal runter. Und jetzt schaut euch das mal an. Wir können jetzt hier nämlich die Karte reinmachen. Sieht mega aus, finde ich. Dann hat man die Karte einmal ganz groß. Kann jetzt hier aber beispielsweise auch Rundinstrument einstellen oder alternativ eben auch nochmal eine dynamischere Ansicht. Ihr seht schon, das dauert immer ganz kurz, aber man kann das hier alles eben konfigurieren. Man kann sich auch die einzelnen Elemente konfigurieren, was ich ganz wichtig finde. Also hier auf der Seite beispielsweise kann ich dann hier eben Musik reinmachen oder auch eben den Verbrauch oder auch die Allradverteilung oder eben auch die Kamera. Hier haben wir dann eben auch nochmal eine kleine Regelung für die Sprachsteuerung. Hier alles für die Assistenzsysteme inklusive eben einer Lenkradheizung. Als nächstes sprechen wir vielleicht noch ganz kurz über die Schaltpedale hier, Achtgang-Automatik. Hier haben wir dann Plus, hier haben wir dann Minus, können wir gut betätigen und lenken jetzt auch mit. Und jetzt zum Infotainment-System. Jetzt gucke ich mal, ob es funktioniert. Ja, es funktioniert. Wir gehen jetzt hier mal wieder in Home. Das ist die Home-Ansicht, schaut mal. Die ist total übersichtlich. Das ist jetzt das PV-System, können jetzt hier dann auch uns verschiedene Dinge nochmal konfigurieren. Und da ist jetzt eine Sache interessant, ihr habt es gerade gesehen, wenn ich was anklicke, bin ich ja gewohnt, einfach nur so zu klicken, aber nein. Das funktioniert so, man muss wirklich Ding, Ding klicken und es gibt auch so ein Feedback, dieses Infotainment-System übrigens schön hier integriert. Was haben wir hier? Eigentlich zeige ich euch jetzt vielleicht einfach nur die wichtigsten Sachen. Dynamic finde ich erstmal total krass. Wir haben hier ein 2,6 Tonnen schweres Auto, können das hier aber total auf Dynamik nochmal pimpen. Motor, Lenkung, Getriebe, Aufhängung, alles auf Dynamic oder eben Komfort. Wir haben eine Stoppuhr mit dabei, wir können Rundenzeiten dann auch noch nehmen und haben auch noch so eine Gehkraftansicht. Was aber da auch noch dazu kommt, ist jetzt hier eben die Offroad-Fähigkeit und die können wir uns hier auch mal ganz kurz angucken. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, haben wir jetzt hier eben die Erklärung für die verschiedenen Modi, die ich euch gerade gezeigt habe. Watttiefe 0,9 Meter und hier dann auch nochmal eben die Verteilung des Allrads, Sperrdifferenzial. Das kann man nicht selbst schließen, sondern das passiert eben von allein. Hier seht ihr auch nochmal, wie hoch wir gerade sind. Ja, schon relativ hoch. So, wenn ich jetzt hier draufklicke, haben wir jetzt noch die Kameras, die ich sehr cool finde, denn wir haben auch eine Gespannkamera, wir haben eine Geländekamera, die
vorne dann auch nochmal durch die Nase gucken kann und so eine 3D-Kamera. Schaut euch das mal an. Das sieht jetzt gerade so aus, weil Jans Tür offen ist, aber wir haben jetzt hier eben die Möglichkeit, in einem richtig krass guten, qualitativen Bild unseren Range Rover 5 anzugucken. Das waren jetzt so die wichtigsten Apps, die ich euch zeigen möchte. Hier habt ihr auch immer noch die Fahrzeugabmessungen mit dabei, falls ihr irgendwie mal Angst habt, wenn ihr in eine Garage oder so fahrt. Bei dem Auto durchaus verständlich. Hier dann auch noch verschiedene Höhezustände, zum Beispiel Einstieg, Normal oder Gelände, passt sich dann dementsprechend an. Es gibt aber eben auch einfach nur die Möglichkeit, das Ganze fürs Fahren einzustellen. Musik, Apple CarPlay, Android Auto, versteht sich von selbst. Hier ist dann auch noch die Navigation. Unten auch noch, ich weiß, ich habe euch gesagt, es ist viel zu zeigen, die Einstellung der Klimaanlage. Und ihr seht das, das ist digital, was sehr cool ist. Was wir jetzt aber machen, ist Jan dazu holen und dann fahren wir endlich los. Kommt mit. Er ist endlich wieder bei, Jan. Hallo. Hast du Lust? Jan, mein Name ist Jan, esse un Range Rover 5. Hast du gut gesagt, hast du mal Spanisch in der Schule gehabt? Tengo cuatro años español en la escuela. Ist aber eine, wie soll man sagen, indisch-englische Firma eher, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Jetzt starten wir hier mal den indisch-englischen Knopf. V8, klingt gut, ne? V8, klingt der gut. Macht Krach in der Meinst Nacht. Meinst du, ich kann hier mal kurz auf das Gas drücken? Ja. Das mag ich. Ist ein bisschen präsent, aber auch zurückhaltend. Klassisch Range Rover eben. Die Autos wollen nicht prollig sein, sondern einfach nur klassisch luxuriös. Das hast du schön gesagt. Genauso wie Chassis. That's what I do. Jetzt fahren wir hier mal los. Und erstmal fange ich vielleicht an, über die Sitzpositionen zu erzählen. Ich sitze hier extrem hoch. Wir haben ein extrem breites Auto. Das ist jetzt gerade genauso breit wie hier diese Straße. Wenn mir jemand entgegenkommen würde, wüsste ich nicht, wie es weitergehen würde. Wie findest du die Ausmaße, Jan? Schauen wir jetzt sogar ein bisschen Offroad. Ganz gut, das ist Offroad. Deswegen haben wir hier angefangen. Halt mal an kurz bitte. Ja, und jetzt machen wir mal die Kamera hier rein. Ah, ja. Und jetzt gibt es hier nicht nur die 360-Grad-Kamera, sondern auch die Geländekamera. Und hier könnt ihr jetzt, fahren wir ein Stück. Nice. Schau mal, hier sehen quasi eine Durchsicht durchs Auto. Ihr könnt auch die Straße hier 360 Grad mäßig sehen. Ne? Könnt hier drehen. Das ist natürlich beim Fahren jetzt auch nicht ganz einfach zu bedienen. Ich will es euch trotzdem zeigen. Und ihr könnt tatsächlich auch die Anhängerkupplung hinten rausfahren, weil das Auto, weiß ich, ist sehr beliebt, ja, um andere luxuriöse Dinge zu ziehen, wie Boote zum Beispiel, wie Chassis, Gepäck, was weiß ich. Guck mal hier, echt? Die Schranke. Die soll Fahr jetzt hochgehen? Hin. Die soll hochgehen. Ja, gut, die geht sie. Auf. Sehr gut. Mega. Puh, jetzt haben wir das geschafft. Das war jetzt nicht so richtig krass Offroad, aber... Aber, also erstmal, Ausmaße sind halt krass, das ist ein Riesenschiff, da kann man jetzt nicht drüber hinwegsehen, 2,20 Meter, wenn die Spiegel ausgeklappt sind, breit. Zum Lenkgefühl sprechen wir vielleicht über die verschiedenen Modi. Was haben wir denn hier jetzt alles? Wir haben jetzt hier Dynamic, nehmen wir vielleicht mal direkt. Was passt sich alles an? Kann man hier vielleicht auch noch schnell schauen, was sich alles anpasst? Diese Kamera die ganze Zeit. Konfigurieren. Das ist während der Fahrt tatsächlich gar nicht mal so gut, das zu machen. Ich mach mal die Kamera weg. Dankeschön, Jan. So, jetzt hier Konfiguration. Halt doch einfach kurz an. So, konfigurieren. Jetzt kommt's. Differenziale kann man einstellen. Automatisch, Mitte sperren, Mitte und Hinten sperren, Antriebsschrank, Komfort normal, dynamisch, Lenkung leicht, mittel, schwer, Traktionskontrolle, Fahrwerkseinstellung straff oder leicht oder als Zurücksetzen. Ihr seht, einiges, was man einstellen kann. In Dynamic fahren wir jetzt hier mal runter und Alter, da hängst. Das ist krass, oder? Was wiegt dieses Auto-Chassis? Es wiegt 2,6 Tonnen. Und dafür, jetzt fahren wir links rum da vorne, geht der in unter 5 Sekunden auf 100? 4,6 Sekunden, das ist schon echt krass, oder? Ist da frei, ja. Ja, da kommt nichts. Beschleunig einfach mal durch hier. Ich will sehen, wie er durchgeht. Alter! Ja, fast 100 vor der Kurve, bremse ich mal. Alter. Also Lenkung ist trotzdem jetzt nicht so mega direkt, aber trotzdem sportlich. Der liegt jetzt hier in der Kurve auch sehr interessant, weil jetzt passt mal auf, der hat eine intelligente Wankstabilisierung. Was bedeutet das, wenn man die Navigation eingestellt hat? Speichert der quasi die nächsten 3 Kilometer und passt dementsprechend eben die Dämpfer schon an. Das ist total die krasse Technologie. Heißt, der weiß jetzt ganz genau, ah, da kommt eine Rechtskurve. Der hat eben diese topografischen Daten. Jetzt kommt da auch gleich eine Linkskurve. War das rechts, links? Ich habe eine rechts-links-Schwäche. Aber passt jetzt eben dann auch
die Dämpfung an, was ganz Besonderes ist. Wir haben hier einen intelligenten Allradantrieb. Bedeutet, dass wir permanent eben den Allradantrieb haben. Luftfederung serienmäßig immer mit dabei und die beiden Differentiale habe ich euch hier gerade auch schon gezeigt, die kann man selbst dann nochmal einstellen. Die sind auch mal serienmäßig mit dabei. Das heißt, es ist eine krasse Technikbombe, Offroad-mäßig. Und wenn man jetzt hier über den V8 spricht, habe ich euch ja gerade schon auch gezeigt, dass wir hier eben auch diese ganzen Dynamic-Einstellungen haben mit diesem Fahrradhelm. Und das ist doch verrückt, oder? Und jetzt schaut mal. 100. Jetzt ist natürlich die große Frage, Jan, kann man noch so einen V8 fahren, der so schwer ist? Schwer, weiß ich nicht. Ja, natürlich kann man V8 fahren, wenn man will. Das ist noch die Frage, was passt in die Zeit? Das Auto kommt ja elektrisch, also Range Rover gibt sich richtig Mühe, die Elektrifizierung, die das Auto ja hat, und die Elektrotechnik voranzutreiben. Ich finde, man kann V8 fahren, das ist vielleicht auch aktuell ein deutsches Thema. International haben wir da ganz andere Dinge. Wenn man vielleicht, oder andere Themen, das ist ein schwieriges Thema, vielleicht machen wir das wieder zu. Ja. Ich spreche vielleicht über das Auto, ich finde die Lenkung sehr gut. Natürlich ist sie auch komfortabel ausgelegt, wir haben ja diese Allradlenkung hier drin, über 7 Grad funktioniert die. In der Stadt haben wir einen sehr guten Wendekreis, finde ich. Bei höheren Geschwindigkeiten haben wir eine hohe Spurstabilität. Ich finde die Automatik hier drin sehr geschmeidig. Ich finde die Luftfederung richtig gut und Lenkung, Luftfederung, Gasannahme hier mit den verschiedenen Modi, wenn wir vielleicht mal einen anderen hier einstellen wollen, unterschiedlich auszulegen, auch großartig im Eco-Modus oder ja, mit den Offroad-Modi richtig gut. Was mir so ein bisschen Pain macht, ist, mit dem Auto will ich nicht mal durch eine Pfütze fahren. Ne? Nicht mal der Weg, den wir da runtergefahren sind, den fand ich irgendwie passend für das Auto. Aber was krass ist, und ich mache den Job schon so lange, dass ich sagen kann, Range Rover im Gelände, Alter. Erstmal nimmt es die ganze Firma komplett ernst und zweitens kann er viel im Gelände. Drittens muss ich aber sagen, braucht man es? Weiß nicht. Ja, das ist die große Frage. Ne? Ich finde diese Spreizung zwischen extrem luxuriös, extrem sportlich und extrem offroadig irgendwie schon krass, oder? Ja. Also es sind so drei Säulen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen, aber irgendwie schafft es dieses Auto doch eben alles miteinander zu vereinen. Vielleicht noch ganz kurz zu der Elektrifizierung. Jan hat ja schon richtig gesagt, alle Motoren haben 48 Volt Bordnetz. Es wird 2 Plug-in-Hybride geben, jeweils mit ungefähr 100 Kilometer Reichweite rein elektrisch, was ich ganz gut finde. Die Akkugröße mit 38,2 Kilowattstunden ist auch echt groß, vor allem wenn man sich das ja benchmarkmäßig mal anguckt bei der Konkurrenz. Finde ich, ist ein ganz interessantes Konzept. Habt ihr Aussie California geguckt? Ich habe das geguckt früher. Ich war ein Riesenfan. Und was man halt sagen muss, in diesen gewissen Hotspots, wo einfach Geld ist, wird dieses Auto mega gern gefahren, weil es halt sehr klassisch ist. Es ist trotzdem natürlich ein Riesen-Statushobel, machen wir uns nichts vor. Aber es ist halt nicht so in dein Gesicht-Status. Schaut euch mal die Landschaft hier an. Und natürlich bei höheren Geschwindigkeiten, wir können hier in Österreich nicht so schnell fahren, wie wir gerne wollen, aber ist der leise gedämmt, ist der einfach ein unglaublicher Gleiter, während er in der Stadt manchmal zu groß ist. Was natürlich jetzt interessant ist, ist der Verbrauch. Ich glaube, ihr habt es euch bis jetzt noch angeguckt, weil ihr wissen wollt, man was verbraucht. Ja, also 11,7 Liter sind angegeben. Wir haben jetzt so 14 Liter verbraucht, ne? Ja. Ja. Aber wie gesagt, die anderen Motorvarianten haben eine Elektrifizierung. Es gibt ja auch noch einen kleinen Diesel, auch wenn der Diesel jetzt immer teurer wird. Und es wird 2 Plug-in-Hybride geben. Falls ihr viel elektrisch unterwegs seid, könnt ihr eben auch emissionsfrei unterwegs sein. Blinker klingt so, auch nicht schlecht. Stopp, muss man immer anhalten, vor allem wenn man Videos macht. Ja, und sonst haben wir irgendwas vergessen, Jan? Nee, der Sound ist präsent. Boah, habe ich V8-Sounds vermisst. Ja, aber trotzdem geil. Nicht zu stark. Ich mag dieses Auto wirklich, dieser permanente Allrad hier drin, der intelligent ist, die permanente Dämpferverstellung der Seite, großartig. So, Jessie moderiert zu ihrem Fazit hin. Ich erzähle euch jetzt, was der kostet, wo der beginnt und vielleicht nochmal zusammenfassen, wie Jan und ich den finden. Komplett. Ja, jetzt kommt es auch schon zum Fazit. Übrigens, das ist unser Filmkoffer. Wir lieben ihn, hassen ihn aber auch gleichzeitig, weil wir ihn immer so in der Hand mittragen. Jan sieht immer aus wie Bob der Baumeister, wenn er damit rumläuft. Übrigens an der Stelle danke, Jan, dass du immer unser Gepäck so lieb schleppst, vor allem den Koffer. Jetzt sprechen wir aber nicht mehr über den quadratisch-eckigen Koffer, sondern über den Range Rover in fünfter Generation. Und Jan hat gerade zu mir gesagt, der ist doch eckig. Ich finde, er hat sehr runde Formen, es ist ein sehr klassisches Design, es ist ein sehr luxuriöses Design. Wenn wir über luxuriöses Design sprechen, gibt es hier in dem Fall sehr, sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten.
die manchmal auch an gewisser Stelle überfordern können. Vor allem, wenn man sich den 90-seitigen Produktkatalog mal durchgucken möchte. Machen wir ja immer, weil wir ja die Auto-Reviews immer gut vorbereiten. Aber als Kunde kann ich mir gut vorstellen, dass es relativ schwer werden kann, sich da auch zu entscheiden. Ich bin ja total entscheidungsunfreudig. Was ich aber sagen kann, ist, dass diese Farbkombination erstmal mega geil ist, auch wenn sie eben 9000 Euro Aufpreis kostet, mit der Shadowline dann nochmal mit dabei. Wir haben einen sehr luxuriösen Innenraum. Wir haben hinten nochmal die Option, sich irgendwo hinzusetzen. Das ist schon Rolls-Royce-mäßig. Man kann ein Sektchen irgendwo trinken, man kann damit picknicken gehen. Man kann aber genauso eben super flexibel mit den Kindern was machen. Und macht sich den Rücken eben nicht kaputt. Das Auto fährt hoch, fährt runter, hat übrigens auch bei der Fahrt super viel Spaß gemacht. Das hat sehr viel Offroad-Fähigkeit, aber eben auch auf Asphalt einiges, vor allem hier mit dem V8-Motor. Und Range Rover hat natürlich auch alle Motoren elektrifiziert. Es wird 2 Plug-in-Hybride geben mit einer elektrischen Reichweite von über 100 Kilometern. Ich bin sehr gespannt, wenn wir die dann auch mal testen dürfen, weil das ist dann schon ein cooles Ding, oder? Ihr könnt elektrisch fahren, habt aber trotzdem eben ein ziemlich großes, luxuriöses Auto. Der soll ja auch noch rein elektrisch kommen. Wann das soweit sein wird, weiß ich leider noch nicht. Und jetzt sprechen wir aber über den Preis. Ja, da tut es ein bisschen weh, aber fangen wir erstmal beim D250 an, bei der kleinsten Motorisierung. Die beginnt bei 125.000 Euro. Der V8 beginnt dann bei, ja, 150.000 Euro in der niedrigsten Ausstattungsvariante. Und so wie jetzt hier steht, eine Edition beginnt er bei 180.000 Euro. So wie jetzt hier steht, mit Ausstattung 190.000 Euro. Ja, falls euch das so teuer sein sollte, weiß ja nicht, könnt ihr gerne mal bei unserem Kooperationspartner Golisi vorbeischauen. Das machen die, die vergleichen für euch und sehr vielen Leasinganbietern. Und da findet ihr garantiert euren besten Golisi-Preis. Hier findet ihr auf jeden Fall jeden Tag ein Auto-Review von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Abonniert gerne den Kanal und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, Freunde.